Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück zu Dying Fucking Light. Hier ist ein Momento Mari. Jawohl, es geht wieder ab. Und zwar müssen wir irgendwie auf die andere Seite. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir das anstellen. Du schaffst es mal nicht, Osara. Ich laufe. Da oben ist einer. Vor Seel. Also der ist unten drinnen, oder was? Hey, was suchst du denn da? Ich will eine Aderpresse basteln. Sobald Reis hier das Sagen hat, werden wir eine Menge davon brauchen. Das machen sie nämlich gerne. Amputationen. Reis steht auf sowas. Du fragst dich, woher ich das weiß? Der Mistkerl hat mich 3 Wochen lang in einen Käfig gesperrt. Ich habe viele gesehen. Manchmal wirkte es, als wollte er die beste Methode finden. War die Machete besser? Die Axt? Die Schrotflinte? Einem Typen hat er den Unterschenkel amputiert. Und Tahir musste stoppen, wie lang's dauert, bis er verblutet. Legitime Strategie. Tötet man einen Feind, hat man einen weniger. Aber verletzt man einen, dann ist der Verletzte außer Gefecht. Und mindestens 2 seiner Kameraden müssen sich um ihn kümmern. 3 zum Preis von 1. Sadismus hat wohl auch sein Gutes. Unter den richtigen Umständen. Mann, du bist ja ein echter Komiker. Ich glaube nicht, dass das lustig wäre, aber er hat eigentlich nicht Unrecht, ne? Der Böse macht's schon richtig, wenn er's macht. Muss man ihn schon lassen, ne? Also, stimmt. Sie wollen ihn natürlich retten. Er kann natürlich nicht mehr gehen mit seinem Fußstümmel. Und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihm zu helfen oder liegen zu lassen, ne? Weil sterbt oder so. Mit nur einem Bein überlebst hier, glaube ich, keine Meter. Oh! Da ist einer. Eine Sache noch. Erinnerst du dich an die junge Frau aus Sektor 0? Troy? Wir hatten Kontakt, als ich den Funkverkehr wiederhergestellt hatte. Geh zu ihr, sobald du dort angekommen bist. Eine gute Idee. Danke dir, Bracken. Sei vorsichtig. Natürlich bin ich vorsichtig. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob ich überhaupt richtig laufe hier. Ja, ruh dich mal aus. Ruh dich aus. Komm. Hauptsache ich renne mit Taschenlampe. Es ist wirklich so ein schöner Tag hier. Urlaubsfeeling. Die Vögel fliegen. Mein Schwert blitzt hin und her. Ist schon was Schönes, ne? Und trotzdem sind wir in Gefahr. Meine Güte. Schaut überall nach. Alles auf den LKW, ja? Ich will hier keinen zweiten ausmachen. Kapiert? Ja, Boss. Hier ist Schnaps. Wenn einer von euch nach Fuß schreibt, sich ein Kugel ruft ihr nach Haus auf ihn. Alter, das muss jetzt genau jetzt sein, ne? Na. Alter, die Kugel, die fliegt sogar weg. Aber läuft. Gewehrmunition voll. Das war jetzt ein kleiner Fehler, dass ich die
Pistole genommen habe. Denn, ja. Sie hatten Gewehre und keine Pistole. Tantomachete. Jetzt ist sie ausgerutscht. Okay, hier sind irgendwo Zombies. Hier waren irgendwo Zombies. Die sind hergekommen wegen dem Lärm. Kommen noch welche? Kaffee? Ich lass mich nicht beirren. Komm rein jetzt. Sonst komm ich her. Alter! Patsch! Weg ist er. So, jetzt kann ich den hier durchsuchen. Alter, die haben alle viel bessere Waffen als ich habe, ne? Zumindest machen sie mehr Schaden. Oh je. Oh je, oh je. Was haben sie hier drinnen gehabt? Eigentlich nichts, ne? Ich habe sie umsonst umgebracht, aber sie haben ja angefangen. Das ist mein Alibi hier, ne? So. Alter, wirklich, das ist... Oh! Okay, das kennen wir schon, oder? Täuscht das? Langsam, wir wollen ja nicht irgendwie stolpern. Ole, ole, ole. Es ist Zeit, dass ich was drehe. Was drehe. Kann ich eigentlich gut singen? Ich glaube nicht, oder? Oh. Haha. Ja, bald kriege ich, glaube ich, meinen Enterhaken, glaube ich. Mit Level 12 oder so. Oh, was machst denn du hier? Oh! Haha. Guck nicht so, ich habe mich auch erschreckt. Wie geht sie hoch? Wie geht's? Ah, ich weiß schon. So, jetzt hier. Und dann hier mit Anlauf, glaube ich, rüber, oder? Ja. Aber hier kommen die nicht drauf, oder? Nee, oder? Alter! Wir kommen hier rauf! Das wundert mich jetzt etwas. Das, jetzt bin ich baff, ne? So, bin ich eins zu viel herum, oder? So, hier rein, oder was? Was willst du? Ich suche nach den Rettern. Keine Ahnung, wen du meinst. Ich bin einer von Brackens Leuten, vom Turm. Mir egal, wo du herkommst. Verpiss dich oder du lernst meine weniger höfliche Seite kennen. Ey, ich weiß, ihr schleust Leute aus den Slums. Eine junge Frau kam hier durch. Jade. Du solltest besser einen Abgang machen. Nein, hör zu. Ich habe Rais verstümmelt und werde von seinen Leuten gejagt. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Du? Du bist der Typ, der Rais Hand abgehackt hat? Genau. Und jetzt muss ich zum Sektor 0. Wie heißt du? Crane. Crane, glaub ja nicht, nach Sektor 0 zu flüchten, wird dir helfen, von Rais Radar zu verschwinden. Aber warte hier. Okay. Was hat er vor? Ich hab hier so einen Typen, der behauptet, er hätte Rais verstümmelt. Crane? Ja, das hat er gesagt. Wirklich? Bist du sicher? Was? Okay. Gut. Komm her.
Okay, wir bringen dich rüber. Wann? Jetzt. Was wollt ihr dafür? Was du mit Reis gemacht hast, ist Bezahlung genug. Geh zum eingestürzten Tunnel, dem früheren Zugang zur Altstadt. Klopf an der Tür zu den Abwasserkanälen. Jemand wird dich in Empfang nehmen. Verstanden. Danke. Nein, Mann. Danke dir. Oh, danke dir. Sonst lernst du meine unhöfliche Seite kennen. Da war ja schon unhöflich. Geht noch mehr, oder was? Bau. Ich laufe hier. Wupp. Oh. Runtergefallen. Kommt mir eh keiner nach von denen. Sag ich ja, kommt mir keiner nach. Das ist so cool, das Umdrehen, das... Slow-Mo. Slow-Mo. So. Okay. Verfolgt werden wir gerade nicht. Munition haben wir genug. Er ist allein, er hat keine Chance. Du sitzt in der Scheiße. Ja. Weg, weg, weg. Alter, Scheiße. Sind sie geflohen? Ich habe keine Ahnung, was sie wollten. Auf jeden Fall hatten sie nichts Gutes im Sinn. Lauft, Liebe, ich habe hier etwas Lärm gemacht, ne? Lauft. Belohnung? Hast du auch eine Belohnung? Nee. Scheiße. Woo! Hallo. 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 Alter. Alter, Alter, Alter. Noch jemand? Ah, den fressen sie jetzt da unten. Ah, den haben sie jetzt umgebracht. Oh, oh. Kommst du nochmal rauf oder nicht? Ja. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß nicht, vielleicht waren die einen ja gut oder so. Schloss knacken. Nee. Geht es Tiere durch oder was? Oh je. Oh je. Na, hier gibt es kein Weiterkommen, ne? Alter, das sieht hier wirklich grauenvoll aus. Okay. Finden Sie den Tunnel. Hier vielleicht? Sieht gut aus, ne? Hm. Das sind mir zu viele, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß, ich laufe die ganze Zeit mit nicht verteilten Fertigkeitspunkten herum. So, jetzt müsste ich aber schon langsam da sein, ne? Weil es wird bald dunkel und so. Ja, sie? Ist jemand hier drin? Alter, ich hasse Schlossknacken, wirklich. Aber sieht gut aus jetzt, sieht gut aus. Ja, das Schlossknacken, das ist immer so, weiß nicht, so mühselig, ne? Da bricht dir wieder der Dietrich ab, bricht dir das ab, bricht dir das ab. Ich weiß nicht mal, ob wir hier rein müssen, ne? Jetzt war ich zu schnell. Zum Glück mit dem Spiel. Ne, Spaß, was. Der war jetzt blöd. Der war jetzt blöd. Mir ist sogar schon heiß, ich fange jetzt schon etwas zum Schwitzen an. Das ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. Na? Ja, ich schätze, das ist halt eine kleine Nebenmission oder so, was wir hier haben. Einfach mal das Zeug suchen oder so, keine Ahnung. Kann das sein, dass ich stehe? Mit meinen Erfahrungspunkten, meine ich. So. Nee, Alter, heb doch nicht jeden Scheiß auf. So, gibt's hier irgendwo was? Nee, ne? Was mache ich hier überhaupt? Da muss ich mich hier durch Schloss knacken oder was? Nee, da habe ich keinen Bock. Nee. Bei aller Liebe. Sorry Leute, aber. So, hier geht's rauf. Okay. Rüber. Okay, noch etwas. Sieht ja gut aus. Geht's hier hoch? Nee, ne? Sorry, Leute. Ich dachte, er ist irgendwie so ein Parkour-Genie und bla bla bla, der schafft es schon. Hat er nicht geschafft. Das hat er nicht geschafft. So, hier, ich gebe das hier jetzt einfach mal aus. Tarnung, nö. Autobomben fallen. Aufgemotztes Schild. So. Was haben wir hier? Rückschlag. Wendigkeitsstufe 7. Verwenden Sie Wurfwaffen oder die UV-Lampe, wenn Sie sich während des Sprintens umschauen. Okay, Flucht. Dropkick, geil. Geil, Mann. K.O. durch Überspringen. Das ist geil. So, wohin jetzt? Da bin ich schon in der Nähe. Tesla-Schild kann ich herstellen. YOLO und so. Hier ist der Turm. Denkt daran, wenn ihr es nicht mehr zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zur Dämmerung. Ja, das sind, im Dunkeln müssen wir sich jetzt nicht antun. D
Das muss man sich wirklich nicht antun. Es wird einfach nur schwerer als erwartet. Und wie es weitergeht und wie schwer es wird, sieht man in der nächsten Folge. Ein Däumchen wäre ein Däumchen, mehr Fragen wären geil. Bei Memento Mori, bis zum nächsten Teil. Ciao, ciao.